Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Pokémon Purpur. Wir sind in Mesclara City angekommen und hier ist die normale Arena. Und die Arena ist ja dann schon direkt da vorne. Ich würde sagen, wir gucken direkt mal hin und schauen mal, was hier die Arena-Prüfung ist. Was haben wir hier überhaupt? Oh, was ist das hier? Wo geht's hier hin? Ist auch irgendwie wie so eine kleine Tribüne. Und da unten könnte irgendjemand rauskommen. Könnte hier eine Vorführung starten. So, hier ist die Arena. Dann schauen wir doch mal. Oh, wer ruft an? Nemila, hey! Schön, dass du anrufst. Ja, wir sammeln auf jeden Fall fleißig Orden. Wir haben gar nicht gesagt, wo wir sind, aber sie kann Gedanken lesen. Im Ernst, das ist ja ganz in der Nähe. Sie kommt schnell vorbei. Sie steht vermutlich vor der Tür, oder? Da ist sie auch schon. Da bist du ja. Hey, wie geht's dir? Ja, zwei Arena-Orden haben wir schon und jetzt probieren wir den dritten zu finden oder besser gesagt zu erobern. Ja, genau. Du schaffst das schon. Denke ich zumindest. Am besten trainierst du vorher noch ein bisschen, indem du... Wir haben schon lange nicht mehr gegen Nemila gekämpft. Ich bin tatsächlich super gespannt, wie stark ihre Pokémon momentan sind. Auf jeden Fall, lass uns loslegen. So, dein Tatendrang gefällt mir. Sehr gut, dann lass uns nicht lange fackeln. Nichts wie auf zum Kampfplatz. Wir haben noch gar nicht den Kampfplatz gesehen hier. Wo war der Kampfplatz? Aber na gut, dann werden wir ihn gleich kennenlernen. Oder müssen wir ihr erst noch folgen? Ich bin vor Arena-Kämpfen immer erst zum Kampfplatz der jeweiligen Stadt gegangen. Es kann nicht schaden, sich im Voraus mit der Lage und der Beschaffenheit des Kampfplatzes vertraut zu machen. Schließlich können diese Infos den Kampf beeinflussen. Ach, so, Moment. Das heißt, wenn der Kampfplatz... Ach na gut, bei der Wasserarena ist es dann vielleicht Wasser, der boostet dann vielleicht die Wasser-Pokémon. Oh, in deinen Augen sehe ich, dass du stärker geworden bist. Wir sind auf jeden Fall stärker geworden. Die Frage ist, wie stark bist du geworden? In dem Fall sollte ich wohl ein paar meiner besser trainierten... Na gut. Bitte nicht zu stark, aber... Los geht's. Ist das hier der Kampfplatz? Wir sind einfach nur vor der Arena. Irgendwie habe ich das Gefühl. Der Kampf ist das Ziel. Bitte sei nicht zu stark. Auf geht's, Nemila. Zeig, was du drauf hast. Okay, ich glaube, der Kleine macht mir keine Angst. Das wird eine Trockenübung für deinen nächsten Arena-Kampf. Also halte ich nicht zurück. Drei Pokémon on Level 21. Der ist ja echt süß. Ich weiß gar nicht, was ich einsetzen soll um den Kleinen. Das tut mir schon fast leid. Okay, das wird ein One-Hit. Oder kein One-Hit. Wow, die Attacke war eine gute Wahl. Die wird sich jeden Mal besser. Die Attacke war in dem Sinne gar keine gute Wahl. Weil wir haben es nicht mit einem Schlag besiegt. Und ich wollte es eigentlich mit einem Schlag besiegen. Aber ihre Attacke war definitiv vielleicht doch eine gute Wahl. Warum haben wir nicht getroffen? Okay. Sorry, Wuffels. Ich mag dich, aber wir mussten dich besiegen. Pamo. Wir kämpfen weiter. Da ist das kleine Pamu. Einmal den Blumentrick.
Ein Volltreffer. Und da ist auch das süße kleine Pamu weg. Ob ein Pokémon eher ein Volltreffer landet, wenn seit dem was? Nein. Glaub bloß nicht, dass du schon gewonnen hast. Mit diesem Pokémon wende ich das Blatt. Oh, es hat sich auch schon entwickelt. Aber naja, es ist halt super schwach als Wasser-Pokémon gegen unsere Pflanzenattacken. Ich fürchte, der Blumentrick. Da du jetzt auch einen Orb hast, ist es nur fair. Achso, sie will die Terraform machen. Na, ob sie das retten wird? Aber wir sehen auf jeden Fall mal die Terraform von dem Pokémon jetzt. Wie so eine Harlequin-Mütze. Sieht eigentlich ganz cool aus. Blumentrick. Und wieder ein Volltreffer. Aber wenn ich jetzt sehe, was sich hier das kleine Quark so entwickelt hat. Oder. Dann bin ich ganz froh, dass wir die Katze genommen haben. Da finde ich unser Pokémon schon wesentlich cooler. 1320 haben wir auch nur bekommen. Bah, du hast doch erst 2 Arena-Orden. Warum bist du dann schon so stark? Das war doch mal ein guter Kampf. Ich hatte einen Riesenspaß. Oh, komm, es rennt. Hyperheiler, Dankeschön. Am liebsten würde ich jetzt sofort nochmal gegen dich antreten. Aber als Champ sollte man auf seine Gegner Rücksicht nehmen. Also lassen wir das lieber. Sammel du nur weiter Orden. Wir kämpfen wieder, wenn wir das nächste Mal in einer Arena über den Weg laufen. Was ist los, Nemila? Ich hoffe, dass du noch viel stärker wirst. Sehr viel stärker. Unglaublich viel stärker. Dann können wir ganz, ganz viel kämpfen. Das machen wir bestimmt. Genau, die Arena-Prüfung. Dankeschön. Wir werden mal schauen. Die Arena-Prüfung steht aus. Okay, Nemila haben wir auf jeden Fall gezeigt, wo es lang geht. So, Arena-Prüfung. Willkommen in der Arena von Mesclara. Herausforderer, registrier uns bitte. Auf jeden Fall. Dankeschön. Bevor du dich mit Arena-Leiter Aoki messen kannst, musst du die Arena-Prüfung bestehen. Unsere Aufgabe wird es sein, ein geheimes Gericht zu bestellen? Das besagte Gericht gibt es in der Schatzstube, dem beliebtesten Restaurant in Mesclara. Gelingt es dir, das Richtige zu bestellen, hast du bestanden. Außer dir versuchen sich hier aktuell noch 3 weitere. Sie haben alle jeweils einen anderen Hinweis. Wir müssen die 3 besiegen, dann haben wir alle 3 Hinweise und dann können wir das richtige Gericht bestellen. Wer verliert, muss ja... Sehr schön. Das hört sich doch mal nach einer guten Herausforderung an. Sehr gut. Am Ende besteht nur der eine Herausforderer, der in der Lage ist, die korrekte Bestellung aufzugeben. Nun denn. So mögen es unsere Stammgäste, das ist der Hinweis. Ah, wir sollen uns also noch umhören bei den Stammgästen. Ja, die Frage ist jetzt... Müssen wir hier hin? Ah, da zur Schatzstube, die ist schon markiert. Dann schauen wir doch mal im Restaurant vorbei. Musik. Ah, okay, wir sind wieder draußen. So, die Schatzstube müsste hier hinten irgendwo sein. Das sieht doch gut aus. Das sieht aus wie die Schatzstube. Die berühmte Schatzstube.
Das hier ist Mesclaras berühmte Schatzstube. Wenn du dich gerade der Arena-Prüfung unterziehst, kannst du bei uns auch das geheime Gericht... Dann gehen wir mal rein, würde ich sagen. Das wäre doch gelacht, wenn wir... Oh. Bist du vielleicht auch einer, der sich der Arena-Prüfung unterzieht? Nein, haben wir leider nicht. Wir müssen raten. Das Steak ist bestimmt das Beste hier, oder? Wie groß soll die Portion sein? Ach, Herr Jemine. Okay, mittel. Mittlere Flamme. Mit einem Spritzer Zitrone. Das war auch hundertprozentig nicht das geheime Gericht. Hier wurde ein Standardgericht serviert. Okay, wir müssen... Wir brauchen irgendwelche Pokémon-Trainer. Das war gut. Heißt. Ah, sind Sie Stammgast hier? Das kann man so sagen. Ich esse oft hier. Auf jeden Fall. Ein Spritzer Zitrone verleiht dem Gericht eine wunderbar frische Note. Okay. Der Spritzer Zitrone ist also wichtig. Ein geheimes. Keine Ahnung, wovon redest du? Also der Spritzer Zitrone ist auf jeden Fall wichtig. Mit ihm hier können wir nicht reden. Lecker, lecker. Ich habe noch nie sowas Leckeres zwischen die Kiemen gekriegt. Wie das hier. Wow. Ja, okay. Was isst du bitteschön? Gerüchte zufolge soll man in diesem Restaurant den Terrati... Oh, okay. Also der Spritzer Zitrone ist schon mal wichtig. Und die Arena-Prüfung, kommen wir hier irgendwie hoch? Wie kommen die denn? Hm. Da hinten durch die Tür. Mit denen können wir nicht reden. Ja. Also Spritzer Zitrone brauchen wir auf jeden Fall. Genau. Okay, wir müssen hier raus. Dann müssen wir doch die Pokémon-Trainer irgendwie draußen finden. So. Ah, Arena, ich komme. Hey. Oh, du bist doch viel zu jung, um zu kämpfen. Na, los geht's. Die kleine Marie, die hat auf jeden Fall wichtige Informationen für uns. Oh, Level 34. Gar nicht so schwach. Blumentrick. Sehr gut. Also der Blumentrick ist auf jeden Fall Gold wert, dass wir den haben. Wir wechseln nicht. Wir bleiben hier. Und machen hier auch einfach nochmal Blumentrick. Volltreffer kann nicht schlecht sein.
Okay, ein Konter ist vielleicht doch nicht so gut für uns. Dann Fiaro. Los geht's. Nitro-Ladung. Body Slam paralysiert auch. Bitte sei nicht paralysiert. Sehr gut. Okay, so. Da ist Marie besiegt. Sie muss uns jetzt auf jeden Fall das Geheimnis verraten. So. 4700, sehr schön. So. Hey, du musst uns jetzt verraten? Ein kurioses Angebot beim Eisstand. Ein kurioses Gericht beim Eisstand. Erstmal zum Pokémon Center. Einmal wieder heilen. Und dann müssen wir, glaube ich, zum Eisstand und gucken, was es am Eisstand zu essen gibt. Was vielleicht nicht unbedingt ein Eis ist. So, und wer noch an der Arena teilnimmt, vor allen Dingen. So. Bevor es losgeht. Oh, was haben wir hier? Hypertrank. Ich wollte nicht mit dir reden, kleines Schweinchen. Auf jeden Fall möchten wir. Aufstieg. Achso, das war Klettern irgendwo. Da hoch eventuell. Boah, da oben ist Eis und Schnee. Die Frage ist jetzt, wo sind noch mehr Trainer? Die Kinder hier? Der hier? Wo kämpft man hier? Ah, ich muss dieses geheime Gericht bestellen. Hey du! Auf jeden Fall haben wir das. Na dann, versuch's doch. Wir werden uns auf jeden Fall nicht ungeschlagen. Das Geheimnis rausrücken. Okay. Das sieht schon ein bisschen gefährlicher aus. Aber auch nur Level 34 zum Glück. Guck mal hier, unser Blumentrick. Das sieht gut aus. Oh nein, wir sind verwirrt, oder? Schon wieder? Ah, nur unser Angriff. Das macht nichts. Er hat auch nur ein Pokémon, so wie es aussieht. Okay, das wäre dann schon der zweite Hinweis, den wir haben. So. Ich finde es total blöd, dass man sich gegenseitig seine Hinweise abnehmen muss. Ja, tut mir leid, aber was ist dein Hinweis für uns? Dunkelheit umgeben von Treppen. Dunkelheit umgeben von Treppen wäre hier unten. Feuersturm. Feuersturm. Was soll das jetzt bedeuten? Wir haben jetzt den Hinweis Feuersturm bekommen. Feuersturm. Und wir müssen auf jeden Fall... Das ist nicht der Eisladen, oder?
Wo ist das Eisgeschäft? Wir müssen das Eisgeschäft finden und wir müssen noch den dritten Trainer auf jeden Fall finden. Hendrik. Du vielleicht? Beeindruckend. Kleiderordnung. Oh, was ist mit der hier hinten? Wir wollen keine. Das sieht doch so aus, als würde der hier gerne kämpfen. So. Tilo. Samenbomben. Okay, das war einfach. Hast du noch ein Pokémon? Das war's auch schon. Das war ja schon die Nummer 3. Ja, das wäre nett. So, dann rück mal raus. Die Stimme des blauen Vogel-Pokémon. Wow, okay. Das ist ein blaues Vogel-Pokémon. Mit links, mit links. Mittlere Portion. Feuersturm, mittlere Portion. Okay, Feuersturm, mittlere Portion und wir brauchen das Eisgeschäft. Westliche Zone 3. Ah, da hinten. Da ist der Eisladen. Auf jeden Fall. Okay, was gibt's hier unten? Gebratene Reisbällchen. Okay, und wir haben Feuersturm. Das könnte wohl bedeuten, dass beim Feuersturm wir was komplett gut durchbrutzeln müssen. Okay, probieren wir uns. So, wir würden gerne was bestellen. Arena, bestelle das geheime Gericht. Los geht's. Okay, das erste Mal war es nicht so gut. Was darf sein? Also, ich würde sagen, wir nehmen gebratene Reisbällchen. Und das ist eine mittlere Portion. Im Feuersturmstil. Starke Flamme. Und mit einem Spritzer Zitrone, was uns der Stammgast verraten hat. Eine mittlere Portion gebratene Reisbällchen auf der Stufe Feuersturm gegart und serviert mit einem Spritzer Zitrone. Okay. Wie sieht's aus? Rumpelpolter. Da ist die Arena. Herzlichen Glückwunsch, damit hast du die Arena-Prüfung bestanden. Das hört sich gut an. Bestelle das geheime Gericht. Sehr nice. Wir können jetzt hier einfach die Arena-Prüfung starten. Oder besser gesagt, den Arena-Kampf. Oh, ich bin schon super gespannt, was der für Pokémon einsetzen wird. Das war auf jeden Fall eine coole... Also, die war wesentlich...
besser fand ich die Arena-Prüfung als die ersten zwei, die wir gemeistert haben. Aber okay, es war noch nicht sonderlich schwer. Ich bin aber schon super gespannt, was da noch für Arena-Prüfungen auf uns zukommen. Und in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall erstmal den Arena-Leiter kennenlernen und schauen, was der denn für großartige Pokémon gegen uns einsetzen wird. Und ob wir den besiegen? Ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und dann werdet ihr es sehen. Macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.